Morgen, Herr Liebke. Ja, wir blicken in diesen Tagen auf ein Rekordergebnis für unser Geschäftsjahr 2018 zurück. Mit einem Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro, der um rund 7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, liegt ein überaus erfolgreiches Jahr hinter uns. Das gilt umso mehr, wenn wir darauf schauen, was unterm Strich übrig geblieben ist. Im Konzern sind es mehr als 34 Millionen Euro und damit haben wir das beste Ergebnis seit dem Jahr 2006 im SWK-Konzern erreicht. Und ich denke, das kann uns alle sehr, sehr stolz machen. Mit Blick auf den Verkehrsbereich haben wir einige Innovationen im letzten Jahr erfolgreich bei uns im Unternehmen implementieren können. Ich denke da nur an die Erneuerung unserer Hybridbusflotte. Gerade hier, ich sitze in einem unserer neuen Hybridbusse, haben wir einen weiteren Meilenstein für unsere saubere Flotte gesetzt. Diese Busse neuester Bauart setzen einen neuen Meilenstein in Sachen Emissionen und damit auch Umweltfreundlichkeit. Und ich denke, damit leisten wir einen ganz wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz in unserer Stadt. Damit aber nicht genug, hat die SWK auch mit der Einführung des Rollersharings Neuland betreten. Wir wollen der umfassendste Mobilitätsanbieter in unserer Stadt sein. Und das Rollersharing ergänzt unser Angebot auf eine Art und Weise, wie wir das bisher noch nicht kannten. Auch wenn wir das System jetzt gerade, und das ist wirklich bedauerlich, aufgrund technischer Schwierigkeiten unseres Zulieferers kurzzeitig haben aus dem Betrieb herausnehmen müssen, werden wir dieses Programm auf jeden Fall fortsetzen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir schon in wenigen Wochen wieder das System neu starten können. Darüber hinaus haben wir im Verkehrsbereich mit dem kostenlosen WLAN in all unseren 127 Fahrzeugen einen zusätzlichen Service für alle unsere Fahrgäste gesetzt. Ich denke, niemand kommt heute tagsüber ohne das Internet aus. Wir sorgen nun dafür, dass dieses auch in den Fahrzeugen verfügbar ist, und zwar für alle Menschen in Krefeld, die unser Angebot nutzen. Ich denke, das macht die SWK auch noch ein gutes Stück attraktiver. Wir haben aber auch noch einiges dafür getan, dass die Infrastruktur in unserem Verkehrsnetz künftig up-to-date ist. Wir haben fast 4 Millionen Euro in den Ausbau des Schienenwegenetzes und der Verkehrsinfrastruktur investiert. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und wir werden auch in den kommenden Jahren diesen Wert nochmal erheblich steigern, damit die Qualität unserer Transportdienstleistungen auch künftig erhalten bleibt. Stolz sollte uns auch machen, was wir bei SWK Live erlebt haben. Wir haben zum Jahresende über 8500 Nutzer unseres digitalen Informationskanals, unseres Echtzeitinformationssystems angemeldet gehabt. Das ist neuer Rekord. In diesen Tagen steuern wir auf den 10.000. Nutzer zu. Ich denke, das werden wir auch noch gebührend feiern. Eine Entwicklung, die wirklich Freude aufkommen lässt.